saufen. Ja, du musst was sagen. Ach so, ich muss was sagen. Nein, moin hier bei Able Racing und der Silver RC. Machen wir einen kleinen Speedrun. Mick fährt. Direkt am Anfang mal, ganz hochinteressant. Wir fahren heute eine neue Karo. In der Karosserie hat das Silber um meine Wenigkeit unterschrieben. Wer diese Karosserie gerne haben möchte, die schicke ich kostenlos zu. Der kommentiert unter meinem Video und in der Videobeschreibung ist die E-Mail. Da kann derjenige mir dann seine Adresse schicken und die schicke ich ihm kostenlos zu. Aber wir fahren mit der Karo heute. Nein, dann ist sie hinter Schrott, dann will die Karre. Nimm die neue, Carsten hat genug. Also die neue wurde uns tatsächlich von Carsten zur Verfügung gestellt. Da ist auch schon der Logger drin. Das wäre jetzt fast schief gegangen. Okay, was wir gewechselt haben, ist beim letzten Mal leider durch einen Crash der Servo kaputt. Wir haben jetzt einen neuen Servo von Carsten gekriegt, der ist der C17. Wir fahren einen selbstgebauten 8S von Jens Ace 4400. Hier sieht man 2x2 Balancer. Völlig unbekanntes Servo von Carsten, habe ich noch niemals gesehen im Aber Einsatz. Ich glaube 16, 17 Kilo, glaube ich, genau. Und wenn man mal guckt, ich link nur. Ist nicht das Schnellste ungefähr, aber schnell braucht es hier auch nicht sein. Genau, für so, Speedrun fahren, vielleicht genau richtig. Genau, so wie immer XLX TP 1950 kV. Im letzten Lok hatten wir 6,7 kW Leistung. Hm? Ich hoffe, das bleibt alles, passt alles so. So, führen ein. So, einmal. Wo hast du die Spinte? Die hast du, die habe ich hier liegen. Was denn jetzt? Die liegen hier. Gib mal einen hier. 185 sind zu schlagen. Schauen wir mal, was das wird. Ich denke nicht, dass du das hier mehr hinkriegst, aber ein bisschen Setup haben wir geändert. Genau, genau so lang. Das passt nur. Karo ein bisschen ankleben, dass die uns nicht wegfliegt. Aerodynamische Optimierung und so. Das ist Tuning. Ja, die klappt hoch an den Seiten und dann hast du Flugzeug, weißt du? Ich mach dich Flugzeug, ey. Ich denk mal da Bienen da rein. Klick mal auf. Heckflügel haben wir ein bisschen flacher gestellt, Dämpfer haben wir ein bisschen strammer, härter gemacht, vorne so gelassen, hinten die Kiste ein bisschen höher. Spur müssen wir doch kontrollieren. So, ich guck noch mal eben meinen Logger nach. Ja, der läuft schon. Kannst du mal filmen, dass das alles passt und so weiter. Ja. Oh, könnt ihr? Bisschen zurücktreten, ja. Nick fährt. Arne kann 1,7 km/h laufen. Ich habe mal deinen Strap da abgemacht, denn das ging mir doch ein bisschen auf den Strand. Also bitte auch zurück. Ich will erst mal gucken, ob Spur passt. War ruhig, wenn du willst, einmal rauf und runter leicht, dass die Reifen ein bisschen Temperatur haben. Alle drehen die Reifen durch. Ist vorne, warte mal eben, ist vorne die Antenne ausgeklappt, ja, ne? Ja. Okay. Hallo. Ja, richtig. Schön die Reifen dreckig machen. So, rechts ist frei, links ist frei. Fahr so weit nach hinten wie geht und dann zieh durch. Stopp, hör auf, das war zu viel Gas. Du musst viel eher anfahren und langsamer beschleunigen. Alter. Komm mal her. Geh weg da. Ja, warte mal. Popcorn. Wir sind dort schon mal mit der Ernte angefangen, ne? Pass auf, Arne, du müsstest mit ein bisschen trimmen. Der fährt immer nach rechts von uns aus gesehen. Ich kenne die Funke nicht, deswegen muss Arne das jetzt machen. Der muss nach da lenken. Okay. Also zu Sascha. Das ist nicht viel. Das ist die erste Fahrfalsche. Batman, du stehst da doof, glaube ich. Du stehst da richtig doof. Ja, das gibt die richtige Richtung. Noch ein bisschen. Okay, gib her. Ja, den Rest lenke ich weg. Langsamer.
beschleunigen. Ja, das war mit der Lenkung eben noch ein bisschen irritiert. So, bitte alle weg. Ich kann nicht so durchziehen. Ich Ende Gelände. So weit wie geht. Achtung, Vorsicht, Leute. Weg 2. Und langsamer durchziehen, sonst zerreißt die Karre. Zieh weiter. Stopp, okay. Hand hoch, mach mal hoch. Jetzt sag nicht, du stehst da hinten im Acker. Ja. Kann man ein Taxi rufen? Los, Azubi. Ach, jetzt muss der Azubi auch noch Sport machen. Memo an mich. Memo an mich. E-Scooter mitnehmen. Ja, unser Taxi kommt. Wo ist der Kofferraum? Nein. Fahren wir weiter. Lass mal gucken, wo er ist. Bin ziemlich weit gefahren. Ah, ich habe mein Handy nicht mitgenommen. Du Esel! Ich Esel. Auto! Wir machen das für euch, glaube ich, in Zeitraffer. Dann müsst ihr nicht so lange warten. Ist der so weit gefahren? Jo, ich hab voll durchgezogen. Alter. Amerikaner nehmen dann ein Auto und fahren dahin, also Arne. Ja. Er hat ihn. Er hat ihn. Bleib stehen. Alles okay? Er läuft noch. Unglaublich. Problem ist halt echt Grip, ne? Weil hier im Schatten ist das nicht besonders warm. Oh, komm. Schade, dass wir keinen Trip hätten. Ich glaube, das war schnell, Arne. 200, ich sag 201. Schön wär's. Ich sag 201. 200 wäre geil. Dann ist der Kanal beendet. Am Radbord. Hab ich alles geschafft, was ich wollte. Oh, Alter. Pass mal auf, gleich kommt der Dragnalo noch. Keine Defekte bis jetzt. Ja, das hat das Servo, ne? Das ist beim Überschlag kaputt gegangen. Ansonsten alles cool. Mick, lass gut sein. Letztes Mal ist auch. Hat der Motor schon gestunken. So, dann gehen wir jetzt als erstes mal zum Handy. Und schauen mal, was der Logger sagt. Wir müssen erstmal zum mit dem Auto zum Handy gehen. Genau. Der war gut. Lag besser, richtig? Viel besser. Also habe ich alles richtig gemacht. 196 sagen. Die Lenkung ist sehr empfindlich. So, ich stehe noch mal so ein bisschen im Schatten. So, komm. So, Trommelwirbel bitte. Trommelwirbel. Ja, Moment, er muss sich erst verbinden. Okay. So. Ich bin gespannt. Stopp. Trommelwirbel. Trommelwirbel. Scheiße! Alter Falter, gratuliere! Alter, 7 km/h! Alter! 193! Sehr geil! Okay, du musst. Ach nee, Quatsch, das ist ja die Karre. Oh, schade. Okay, ist egal. Ja, mit Smiley vorne drauf, ganz ja, wichtig. 107 km/h, Alter! Sollt ihr ein paar reinhauen? Was ist mit den 7 km/h? Ja, die sind nicht da. Warum bist du denn da abgebogen links? Da stand doch schon vorher der Wagen. Weil ich vielleicht nicht mehr gesehen habe, wo rechts und links ist. Da geht's zu Merkel.
Bis zum nächsten Mal bei der Silver Assi. Mega geil. Ciao, ciao. Denkt da die Caro, der Erste, der kommentiert, schreibt mir eine E-Mail, dann schicke ich die Caro. Die E-Mail schreibe ich in die Beschreibung rein. Danke. Ach ja, genau, ist ja bei dir. Alles klar. So, bis zum nächsten Mal bei der Silver Assi und Dr. AB Racing.